Ja, hallo meine Freunde der guten Yu-Gi-Unterhaltung und willkommen zurück zu einem weiteren Unboxing auf unserem Kanal. Heute werden wir das dritte und letzte Display Immortal Destiny unboxen. Und bis jetzt hatten wir leider nicht das Glück, die verfluchte Todesfurcht zu ziehen. Und mal schauen, ob wir in diesem Video, beziehungsweise mit diesem Display, mehr Glück haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang und beginnen jetzt hier mit dem dritten und letzten Display. Und wie schon eben im Intro gesagt, ich hoffe, wir haben diesmal Glück und ziehen die verfluchte Todesfurcht. Ich weiß ja nicht, im Collector Monday haben wir ja schon darüber geredet, was die Shortprints angeht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die verfluchte ist in jedem dritten Case. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber irgendwie habe ich echt das Gefühl, die ist nicht so oft vorhanden. Aber mal schauen, vielleicht haben wir echt Glück und in diesem ziehen wir dann die gesuchte Karte. Ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit dem ersten Booster. Dort haben wir erdgebundener Unsterblicher Virakocha Araska. Ich kann den Namen immer noch nicht von den Erdgebundenen. Raubpflanze Taublatydra. Raufonie. Dann als Rare und wir haben direkt eine Holo, Leute. Die Rare ist Raubplanung und die Holo Raubpraktik. Alles klar, direkt mal eine Ultra. Und ich denke, die Karte ist nicht verkehrt, aber nicht die gesuchte Karte. Deswegen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Booster. Dort haben wir Sonnendrache Inti, Gimmick Marionette Destroy, Raubpflanze Kragen Sonnentau, Schädel Soma und Böse Seele als Rare. Mal schauen, was das dritte Pack so mit sich bringt. Dort haben wir Gimmick, Marionette, traurige Puppe, Einladung des Erdgeistes, Raubpflanze Dracospelia, Raubplast und als Rare haben wir wieder einen Erdgebundenen und zwei Erdgebundener, Unsterblicher Chakapak Apu. Ich glaube, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Es hat sich auf jeden Fall nicht so verwirrend wie sonst angehört. Viertes Pack, Böser Held Malicious Age, Raufonie, Dunkle Todesfurcht, natürlich immer mit einer der besten Comments. Erdgebundene Unsterbliche wiederbelebt und als Rare auch eine ziemlich coole Karte vom Artwork Gimmick Marionette Terror Baby. Die Todesfurchte legen wir jetzt einfach hier mal mit beiseite und zählen, wie viele diesmal dabei sind. Direbound Colonel, Böseheit Infernal Gainer, Gerümpelt Marionette, da haben wir wieder eine Holo und zwar erstmal die Rare, Raubplanung, genauso wie eben. Und als Holo haben wir Dunkler Geist der Bosheit. Hatten wir den schon im zweiten Display? Das war, glaube ich, der andere, ne? Und der gehört auch zu den Bakura-Karten. Und ich finde, die sieht auch wieder mega genial aus. Definitiv schreibt mal eure Gedanken zu diesen Karten in die Kommentare. Aber ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Ich feiere die auf jeden Fall. Ich liebe die Artworks von den Bakura-Karten. Mega! Böser Held Infernal Gainer, Raubplast, finstere Fusion, Raubphonie und wieder Raubplanung. Da wir hier 36 Booster haben statt den 24, können wir natürlich mehr aufmachen, aber es heißt nicht, dass wir mehr Holos ziehen, da hier halt nicht Holos garantiert sind und wir halt auch nur 5 Karten pro Pack haben. Monddrache Quilla, Supai, Erdgebundener Unsterblicher heult auf, Böser Held Infernal Prodigy und finstere Zuflucht als Rare. Lege ich auch mal hier beiseite. Ziehen wir eben hier die Holos runter, die Rares auch noch ein Stück und dann machen wir weiter. Schauen wir mal, was wir im nächsten Pack noch so mit dabei haben. Raubpflanze Taublatydra, Böser Held Mischelistisch Edge, Gimmick Marionette Magnetpuppe, Diebird Kernel und eine weitere Gimmick Marionette Terror Baby. Marionettenparade, finsterer Zauberruf, böser Held Infernal Gainer, Gimmick Marionette Humpty Dumpty und als Rare wieder erdgebundener Unsterblicher Chakapak Apu. Das hört sich auch ziemlich strange an, dieser Name. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber die Erdgebundenen haben echt
krasse Namen dabei. Einladung des Erdgeist, Gimmick Marionette Traurige Puppe. Nummer 40, Gimmick Marionette der Fäden. Als Rare haben wir Ultimativer Erdgebundener und Sterblicher. Und mal schauen, sieht nach einer Zauberkarte aus. Oh, ein Xyz-Monster, Gimmick Marionette Giganto Puppe. Okay, die hatten wir auch schon, aber eine weitere Holo. Freuen wir uns natürlich drüber. Kommen wir zum nächsten Pack. Sonderache Inti, Supai, Raubpflanze, Dracospelia, Dunkle Todesfurcht, ein weiteres Mal. Und eine Rare, die wir noch nicht hatten, Raubpaar Fusion, natürlich in diesem Display. Dann direkt nächstes Pack. Finstere Fusion, Gimmick Marionette Destroy, Wizard Malicious Fiend, Gerümpel Marionette und Gimmick Marionette Terror Baby. Mit den Comments müssen wir uns ja nicht weiter aufhalten. Wir haben jetzt schon drei Displays geunboxed und ich denke, die sollten alle bekannt sein. Erdgebundener Sterblicher, Virolka, Raska, Schädelsuchender Ritter, Gimmick Marionette, Traurige Puppe. Und wir haben wieder eine Holo und zwar haben wir erstmal hier Böse Seele als Rare. Und, Alter, endlich, wir haben sie, Leute. Die verfluchte Todesfurcht, oh mein Gott. Oh, die ist so wunderhübsch, Leute, ehrlich. Ich feiere dieses Artwork. Hat es jetzt echt Glück gebracht, dass ich das hier alleine unboxe? Ich weiß es nicht, aber alle guten Dinge sind drei. Das dritte Display. Und jetzt haben wir sie, die verfluchte Todesfurcht. Mega genialer Pull. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin mit dem Display absolut zufrieden. Egal was jetzt kommt, alles ist plus. Vielleicht kriegen wir noch eine verfluchte. Wäre auch mega, da wir dann das Deck bald auch bauen können. Orakel der Sonne, Wizard Malicious Edge, Mondrache Quilla, Schädelsoma und ultimativer Erdgebundener und Sterblicher als Rare. Es neigt sich jetzt auch hier auf der rechten Seite langsam dem Ende. Raubpflanze Dracospelia, Diaburnt Kernel, Dunkle Todesfurcht, jetzt das dritte Mal. Nummer 40, Gimmick Marionette der Fäden und Kunstmarionette als Rare. Kommen wir direkt zum nächsten Pack. Und mal schauen. Finstere Fusion, Sonderach Inti, Gerümpelmarionette. Und da haben wir wieder eine Holo. Als Rare erstmal Borg des obersten Königs und erdgebundener Geoglyphe. Also die Feldzauberkarte hatten wir jetzt auch zweimal. Jetzt hier, glaube ich, das Playset. Nächstes Pack und das vorletzte auf der rechten Seite. Raubpflanze Taubertütra, Raubpflanze Kragensonnentau. Feuerameise Askator, Orakel der Sonne und erdgebundener und sterblicher Shakakab Apu. Letztes Pack auf der rechten Seite und wir haben jetzt schon die verfluchte Todesfurcht. Also was wollen wir mehr? Ich denke mal noch ein paar Bösheldkarten oder weitere Bakura-Karten wäre nicht schlecht. Schädelsuchender Ritter, Böser Held Malicious Fiend, Supai, Gimmick Marionette Marionettpuppe und finstere Zuflucht als Rare. Dann beginnen wir jetzt hier mit der linken Seite und beginnen wir auch wieder mit einer Holo, wie auf der rechten. Böser Malicious Fiend, finstere Fusion, Schädelsuchender Ritter. Dann, ja, ich habe auch schon gespoilert, ultimative Erdgebundener und Sterblicher und wir haben eine Ultra Rare und ein Monster. Böser Held, Adust Gold. Und ich sage auch noch, Böser Held Support, beziehungsweise Karten werden jetzt ziemlich cool und wir kriegen direkt eine Ultra Rare mit Böser Held. Ziemlich edel, hatten wir jetzt auch schon im zweiten Display, glaube ich, gezogen. Schädel Soma, Böser Held Infernal Prodigy, Nummer 40 Gimmick Marionette der Fäden, Gimmick Marionette Destroy und Böser, beziehungsweise Böse Seele als Rare. Wollen wir uns nicht lange aufhalten und mal schauen, was wir hier noch ziehen. Gimmick Marionette Humpty Dumpty, Erdgeborener Sterblicher Wiedergeburt, beziehungsweise Wiederbelebt, Einladung des Erdgeistes, Raub Pflanze Dracospelia und Raubpaar Fusion als Rare. Supai, Erdgebundener und Sterblicher Virocha Raska, Marionettenparade und wieder eine Holo. Erst einmal die Rare, Burg des obersten Königs und Raubpflanzen Hylia Forinthus. Diese hatten wir bereits auch in dem ersten Unboxing. Ich schiebe die mal hier ein bisschen weiter nach rechts. Aber ich denke, so viele Holos werden das jetzt nicht mehr werden, dass wir hier das komplette, ja, die komplette Matte voll haben. Aber
So zwei Ultras sollten auf jeden Fall noch dabei sein, da es meistens immer fünf sind. Bizarhead Malicious Fiend, Finsterer Zauberruf, Nummer 40 Gimmick Marionette der Fäden, Munddrache Quilla und Böse Seele als Rare. Dann haben wir nochmal Raubplast, erdgebundene Unsterbliche wiederbelebt, Gimmick Marionette Humpty Dumpty, Raubphonie und erdgebundene Unsterbliche Chakapak Apu. Und damit schließen wir natürlich auch dieses Display, beziehungsweise dieses Set, mega genial ab, da wir die verfluchte Todesfrucht endlich gezogen haben. Raubpflanze, Kragensonnentau, Feuermeise, Askator, Einladung des Erdgeistes, Edgmund Unsterblicher heult auf und Kunstmarionette als Rare. Wir haben auf jeden Fall hier noch den ein oder anderen Booster am Start, beziehungsweise das Booster. Erdgebundener Unsterblicher wie Raska Raska oder Birochka Raska, Marionette Parade, Orakel der Sonne, Gimmick Marionette Magnetpuppe und Böse Seele. Jetzt sollte langsam eigentlich mal wieder eine Holo kommen. Mondrache Quilla, Gerümpel Marionette, Finsterer Zauberruf und ich call es Leute. Borg der obersten Königs als Rare und als Holo haben wir Böse Help Malicious Bane. Nein, was? Wie geil, auch einer mit der coolsten Artworks und ein böser Held. Mega genial. Oha. Leute, der kommt direkt neben die verfluchte Todesfurcht. Also das Display, Leute, muss ich ehrlich sagen, ist eins der besten, die wir geunboxed haben. Beziehungsweise das Beste. Wir haben die Verfluchte gezogen, den Bane. Und mal schauen, wir haben ja jetzt hier noch Booster. Böser Held Malicious Edge, Raubplast Taublat Hydra oder Raubpflanzen Taublat Hydra, Feuermeise Askador und ein weiterer Holo, Kunstmarionette und Raubpflanz Tryphon Verotum als Super Rare. Ich muss hier nochmal ein Stück korrigieren, weil Super Rare sind mehr dabei als Ultras. Dunkle Todesfurcht, das ist jetzt die vierte, Gimmick Marionette, Traurige Puppe, Marionettenparade und wieder eine Holo. Erst einmal die Rare, Raubplanung und dann haben wir sogar noch eine Ultra Rare, stimmt, wie ich schon gesagt habe, fünf Stück. Und zwar Supai, die Abenddämmerungsläuferin, hatten wir auch im ersten Unboxing. Und jetzt hier ein zweites Mal, auch nicht verkehrt. Ich denke, wir haben noch so sechs Packs am Start. Direbound Colonel, Schädelsoma, Bizarheld Infernal Gainer, Raubplast und als Rare erdgebundener und sterblicher. Kommen wir zum nächsten Pack. Böser Held Infernal Prodigy, erdgebundener und sterblicher Virochka Raska, erdgebundener und sterblicher heult auf und eine weitere Holo, ich denke mal, das ist eine Super Rare. Hungrige Fusionsdrache und jupp, Gimmick Marionette Porzellanpuppe, auch sehr cooles Artwork. Dann zum nächsten Pack. Und es sind jetzt, glaube ich, noch vier Booster. Raubphonie als Kamen, Feuermeise Askator, Gimmick Marionette Destroy, Finster Zauberruf und Raubplanung als Rare. Schädelsoma, Gimmick Marionette Humpty Dumpty, Einladung des Erdgeistes, Sonderhe Inti, ultimativer Unsterblicher. Und irgendwie sind die Packs hier oben so pink angemalt, das sind aber bei allen, das fällt mir gerade mal so auf. Haben sie das Display markiert? Dann weiß man auf jeden Fall, die Verfluchte ist in so einem Display mit pinken Markierungen. Raubplast, Raubpflanzen, Kragensonnentau, Raubphonie und noch eine Holo, ja moin. Hunke Fusionsdrache als Rare und dunkler Geist der Bosheit als Super Rare und das zweite Mal. Mega cool. Und jetzt ist es das vorletzte Pack, Leute. Also nachdem noch das und dann sind wir durch. Und ich muss ehrlich sagen, mit diesem Display bin ich absolut zufrieden. Wizard Infernal Prodigy, Edmund Unsterblicher wiederbelebt, Gimmick Marionette Destroy und wir haben noch eine Holo, Leute. Burg des obersten Königs und was? Eine sechste Ultra Rare und zwar Askator, Morgendämmerungsläufer. Kann auch direkt mal hier neben unseren Supai. Und warum haben wir sechs Ultras? Was ist das für ein Display, Leute? Jetzt mal ernsthaft.
Wir ziehen Bane, die verfluchte Todesfurcht, ein Gold, böser Held und diese beiden. Was wollen wir mehr? Und dann auch die Todesfurchte, die sind immer plus, auch wenn sie common sind. Ich muss ehrlich sagen, bestes Display. Wir haben zwar diesmal nur zwei finstere Zufluchte bekommen, sonst immer fünf. Bei den Todesfurchten waren es auch sonst immer fünf. Aber diesmal haben wir eine Ultra mehr und die gesuchte Karte ist endlich am Start, Leute. Böser Held, Infernal Gainer. Eggbone und Sterblicher heult auf. Böser Held, Malicious Fiend. Gimmick Marionette, Magnetpuppe. Und als letzte Rare in diesem Display, Gimmick Marionette, Terror Baby. Und ohne jetzt zu übertreiben, ich muss ehrlich sagen, dieses Display war bis jetzt das Beste, was wir geunboxed haben. Jetzt mal ernsthaft, wir haben 6 Ultras, ansonsten mal 5 gehabt. Dazu unsere gesuchte, verfluchte Todesfurcht endlich gezogen. Und nochmal so by the way, böser Held Malicious Bane einfach dazu bekommen. Also was wollen wir mehr? Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein kleines Recap und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich hier aufgeräumt habe. Beginnen wir auch direkt mit den Karten, beziehungsweise Holos, die wir gezogen haben. Da haben wir bei den Super Rares Raubpflanze Trypho Verrotum, Gimmick Marionette Giganto Puppe, Gimmick Marionette Porzellanpuppe, Raubpflanze Hylia Morphyncus, Dunkler Geist der Bosheit, den haben wir zweimal gezogen, auch sehr cool, erdgebundener Geoglyphe. Dann bei den Ultra Rares, auch mega geniale Puls und eine Plus gemacht. Dort haben wir Böser Held Malicious Bane mit einem wirklich überragenden Artwork. Und mal schauen, viele sagen ja, die Böshelden kommen in die Meta, aber wir lassen uns überraschen. Dann Böser Held Adust Gold, passend zu dem Bane. Dann zwei auch sehr coole Karten, und zwar einmal Askator, Morgendämmerungsläufer, Supai, die Abenddämmerungsläuferin. Und als absolutes Highlight aus diesem Display, Leute, nicht nur, dass wir eine Ultra Rare mehr gezogen haben als üblich, sondern wir haben auch noch eine verfluchte Todesfurcht mit dem schönsten Artwork, das wir momentan haben. Also ich feiere diese Karte absolut mega. Und ja, absolutes Highlight. Dann Raubpraktiken. Und hier bei den Rares, wie ich ja auch bei den letzten Displays gezeigt habe, dort haben wir diesmal bei den Rares finstere Zuflucht zweimal gezogen. Und bei den Commons dunkle Todesfurcht viermal. Ansonsten haben wir immer fünfmal finstere Zuflucht und fünfmal dunkle Todesfurcht gezogen. Dieses Mal aber haben wir dafür eine Ultra Mail gezogen und unsere gesearchte verfluchte Todesfurcht. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Display sagt und zu dem Puls, weil ich muss ehrlich sagen, bestes Display bis jetzt. Mega genial. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall auch gerne ein Like da. Wenn ihr neu auf unseren Kanal gestoßen seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, würde uns mega freuen. Und dann würde ich sagen, bin ich für heute raus, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Ciao und tschüss.